begrüße Sie nochmal zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute nicht nur um das Spiel am Sonntag gegen Rot-Weiß Oberhausen, sondern auch um die Eröffnung des Kids Clubs. Das passiert parallel zum Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wir haben auch schon unser Maskottchen Frankie dabei. Und dazu bitte ich Bernd Reisig, einige Worte zu verlieren. Ja, vielen Dank. Wir begrüßen heute erstmals in unserer Runde Frankie, unser neues Maskottchen, der uns zukünftig begleiten wird und das Maskottchen unseres neu gegründeten Kids Clubs sein wird, den wir beim Spiel gegen Oberhausen vorstellen. Wir haben ja als FSV Frankfurt in den letzten Jahren in dem Bereich Kinder und Jugendlichen eine sehr starke Vorwärtsentwicklung nehmen können, bedingt durch unsere sehr erfolgreiche FFH-Fußballschule. Haben im Jahr um die 3000 Kinder, die in unserer Fußballschule trainieren. Und das haben wir zum Anlass genommen, um einfach für diese Kinder auch ein emotionales Umfeld zu schaffen, um unseren Verein herum. Es ist so, dass wir einen sehr starken Zuwachs in dem Bereich von 6- bis 15-jährigen Kindern und Jugendlichen haben und mit dem Kids Club dem Rechnung tragen wollten und jetzt für diese Zielgruppe einen eigenen Club gegründet haben, eine eigene Mitgliedschaft in unserem Verein, und Frankie ist sozusagen das Maskottchen. Die Leistungen sind so, dass man als Mitglied des Kids Clubs gleichzeitig auch Mitglied beim FSV Frankfurt ist. Wir versuchen, eine eigene Höhle für die Kinder hier zu schaffen, wo sie sich vor dem Spiel treffen können, wo sie miteinander sich kennenlernen können, Spaß haben können, und wollen etliche Aktionen umsetzen. Man wird das am Sonntag auch sehen. Am Rande des Spiels werden wir ein eigenes Rahmenprogramm machen, speziell für Kinder mit Hüpfburg, Schussgeschwindigkeitsmessungen, Torwandschießen und anderen Attraktionen. Die Kinder vom Kids Club haben einen eigenen Tribünenbereich in Lotto Hessen Block auf der Haupttribüne, überdacht und windgeschützt. Wir wollen, dass die Kinder zukünftig die Möglichkeit bekommen, mit den Profis einzulaufen, und haben auch eine Menge andere Aktivitäten für die Zukunft geplant. Warum Frankie? Frankie ist ein Erdmenschen. Warum ein Erdmenschen, wird sich vielleicht der ein oder andere fragen. Wir haben lange nach Attributen gesucht, die für unsere Philosophie im Verein stehen, und ein Erdmenschen, das sind wachsame Tiere, das sind mutige Tiere, aktiv, clever und vor allen Dingen familiär, gesellig, bodenständig und friedlich. Und das sind alles Attribute, die wir für uns auch verlangen. Wir wissen, dass Erdmenschen in einer Gemeinschaft leben, wo der eine auf den anderen auch aufpasst und der eine für den anderen da sind. Erdmenschen sind nicht die stärksten Tiere, aber haben gelernt, in der Gruppe sich ganz gut zu behaupten. Und das Gleiche gilt auch für den FSV Frankfurt. Wir haben in den letzten Jahren auch gelernt, dass wir uns in der Gruppe sehr, sehr gut behaupten können, und haben deswegen uns auch dafür entschieden, nach intensiven Diskussionen und Suchen haben wir gedacht, dass das Erdmenschen sehr, sehr gut zu uns passt. Um dieses Maskottchen und diese Verbundenheit zu demonstrieren, haben wir auch eine Patenschaft übernommen für ein Erdmenschen im Zoo. Da werden wir ab Sommer auch in dem Gehege mit einer eigenen Webcam vertreten sein, die dann auch zu uns verlinkt ist, wo man das Erdmenschen vom FSV Frankfurt quasi 24 Stunden lang beobachten kann, und wir werden auch dort Aktivitäten mit dem Frankfurter Zoo veranstalten. Ich glaube, dass diese Wertevermittlung, insbesondere wenn man mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, sehr, sehr wichtig sind. Teamgeist, Integration, Fairness, soziales Engagement. Und ich glaube, dass uns das mit diesem Kids Club gelingen wird. Wir haben eine Menge Maßnahmen in dem Bereich vor, wo wir zukünftig ganz intensiv mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen und wo wir natürlich auch ein Interesse haben, die emotional weiter an unseren Club zu binden. Wir glauben, dass wir in dem Bereich, wie gesagt, auch durch die FFH-Fußballschule ein sehr starkes Fundament hat. Wenn man überlegt, wir haben jetzt die Fußballschule im fünften Jahr laufen, zuletzt 3000 Kinder jährlich. Wenn es uns gelingt, die Kinder in den Kids Club auch zu bekommen, ist das für uns eine enorme Fortentwicklung unserer Arbeit.
Ja, wir wollen das am Sonntag gegen Oberhausen alles starten. Und schön ist natürlich, wenn man so eine Aktion fährt und dann gleichzeitig auch der sportliche Erfolg sich einstellt. Wir wissen dennoch, dass wir am Sonntag einen schweren Gegner hier zu Hause empfangen. Einen schweren Gegner deswegen, weil die Oberhausener sich wirklich in den letzten Spielen in einen wahren Rausch gespielt haben. Gerade das letzte Spiel gegen den Tabellenführer hat die Mannschaft unheimlich beflügelt, hat ihren unheimlichen Rückenwind gegeben und dementsprechend selbstbewusst wird sie auch auftreten. Auf der anderen Seite können wir auch selbstbewusst auftreten, weil wir gegen Oberhausen bislang auch eine Bilanz haben, die sich sehen lassen kann. Wir haben das Hinspiel in Oberhausen schon gewonnen und wir werden auch versuchen, hier das Rückspiel für uns zu bestreiten. Wir haben letztes Jahr das Heimspiel gegen Oberhausen gewonnen. Also es gibt keinen Grund, Angst vor dieser Begegnung zu haben. Respekt sollte man vor jedem Gegner haben und insbesondere vor einem wie Oberhausen, weil die sich wirklich auch beachtlich da unten rausgeboxt haben aus dem Tabellenkeller und es sicherlich zwischen den beiden Vereinen viele Parallelen gibt. Und wir denken, dass wir am Sonntag eine gute Chance haben, wieder in unsere Erfolgsspur zurückzukommen. Und es ist so, ich habe es schon öfters erwähnt und werde auch nicht müde, es immer wieder zu erwähnen, jetzt in dieser entscheidenden heißen Phase ist es auch ein Stück weit ein Auf und Ab. Klar wäre es uns auch lieber, wenn wir da durchlaufen würden ohne Rückschläge, aber die gibt es nun mal. Und ich glaube, am Ende sind es dann auch die, die mit den Rückschlägen und Rückschritten, die gemacht werden, am besten umgehen, die am Ende auch ihre Ziele erreichen werden. Wir haben am Sonntag mal wieder die Chance, das, was jetzt auswärts uns nicht so gut gelungen ist, zu korrigieren. Wir haben das eindrucksvoll bewiesen nach dem Spiel bei 60 München, wo wir zu Hause eindrucksvoll uns zurückgemeldet haben. Und genau das haben wir jetzt am Sonntag gegen Oberhausen ebenfalls vor. Ja, ansonsten gibt es von meiner Seite nicht viel zu sagen. Dass die Wettervorhersage für Sonntag mal wieder Regen ist, ist bekannt, wenn der FSV Frankfurt spielt. Also das ist jetzt keine neue Errungenschaft und dementsprechend ist die Zuschauererwartung unheimlich schwer einzuschätzen. Wir merken, dass jetzt in der Eisenphase das Interesse anzieht. Oberhausen hat angekündigt, mit 1000 Fans zu kommen. Leider hat sich das bis jetzt in den Zahlen, die uns vorliegen, noch nicht bestätigt. Vielleicht ist es auch eher ein Wunschgedanke. Wir können es nicht genau einschätzen. Angesagt wurden 1000, aber bei weitem noch nicht die Zahlen, die dann auch letztendlich im Vorverkauf verkauft worden sind. Von daher ist eine Prognose schwierig. Ich denke aber, dass wir 4000 Zuschauer plus X am Sonntag erwarten können. Vielen Dank, Herr Reisig. Da möchte ich ganz kurz zwischendurch noch mal Frankie fragen. Frankie, meinst du, der FSV kann am Sonntag gegen Oberhausen gewinnen? Also Frankie ist optimistisch. Dann begrüße ich zum Sportlichen auch gleich noch unseren Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen und bitte ihn noch was zur sportlichen Situation zu sagen. Ja, drei Siege von RWO in den letzten drei Begegnungen, die lassen aufhorchen. Auf der anderen Seite waren wir in den letzten fünf Heimspielen erfolgreich und haben nicht mehr verloren und diese Serie wollen wir natürlich auch zu Hause ausbauen. Der Gegner hatte ja eine Schwächephase, wo wir uns schon ein Stück weit ausgerechnet haben, dass wir ihn noch mit in diesen Kampf da unten einbinden können. Nunmehr haben sie eine Ausbeute geschaffen, gerade durch diese 9 Punkte in Serie, die sie natürlich vor das Selbstvertrauen hier antreten lässt. Und ich hoffe, dass das Selbstvertrauen nicht so groß ist, dass sie uns in die Verlegenheiten bringen können, um uns daran zu hindern, was wir wollen. Wir brauchen natürlich gerade nach der unnötigen Niederlage in Bielefeld, wo wir so gute Chancen herausgespielt haben wie selten, wo wir hätten auch gewinnen können, auf alle Fälle einen Punkt hätten holen müssen. Wenn wir diese Torgefahr auch am Sonntag heraufbeschwören können, werden wir das Spiel gewinnen.